Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, meine Damen und Herren. Mein Name ist der DJ Big Mac und damit herzlich willkommen zum 10. Ligaspiel auf meinem Kanal. Hier geht es um Warhammer 40.000 und meine Teilnehmer sind wie folgt: Im blauen Team als Chaos Lord den Spieler Super Duper Strong Dinosaur. Fängt natürlich an mit einem Chaos Heretiker Trupp und sein Chaos Champion, mit dem er jetzt aber hier irgendwie woanders hinläuft, also mit den Heretikern hinläuft. Im roten Team habe ich die Runenprophetin, sehr mächtige Attacken, wird man aber auch noch zu sehen bekommen, kann aber auch schnell getötet werden, wenn man nicht aufpasst, vom Spieler Baker. Und er hat einen Gardisten, Guardian Trupp am Start, mit dem er jetzt einen Energiepunkt einnimmt. Und wie gesagt, wir gehen hier nochmal zu Super Duper, denn Super Duper hat gerade seine Heretiker dazu genommen, hier den Energiepunkt einzunehmen. Hat jetzt auch einen Chaos Space Marine Trupp, also ein bisschen schlagkräftig ist er schon. Hat er jetzt auch am Start, bringt er zu den Heretikern mit seinem Chaos Lord, allerdings ist er ja zu diesem Anforderungspunkt gegangen. Darauf will ich nochmal hinweisen, dass alle das wissen. Und ja, Baker, was macht der? Der nimmt jetzt einen Energiepunkt ein. Nee, jetzt hat er woanders hingeklickt, jetzt geht er woanders hin. Nimmt doch lieber einen Anforderungspunkt ein. Jetzt trifft aber die Runenprophetin auf den Chaos Lord. Super Duper baut gerade, sehe ich unten am Bildschirmrand, noch einen Heretiker-Trupp. Denn jetzt sieht auch der Super Duper Dinosaur, also der blaue Spieler, sieht jetzt auch, die Gegner haben Banshees auf dem Feld, also Baker hat hier ein paar Banshees am Start, die auch im Nahkampf sehr gut sein sollten, also im Endeffekt müssten die eigentlich besser sein. Jetzt die Frage, was passiert? Ja, sie bleiben in Deckung. Oh, jetzt kommt hier von oben kommt ein schöner Heretiker-Trupp rein, also der Chaos-Spieler Super Duper will auf jeden Fall ein bisschen Druck machen, aber jetzt kommen die Banshees und die werden natürlich ordentlich aufrollen. Machen aber einiges mehr Schaden. Nahkämpfer machen viel mehr Schaden. Das ist einfach so. Ja, was für eine Taktik macht Super Duper jetzt? Also im direkten Kampf verliert er eigentlich. Oh, jetzt fressen aber die Banshees aber auch schon ganz schön Schaden. Ich meine, Heretiker sind auch Nahkämpfer. Und in Kombination mit den Marines hier hinten nehmen die Banshees zu viel Schaden, wie ich hier gerade sehe. So, aber der Kampf ist relativ wichtig, denn hier geht es um nichts Geringeres als einen Siegespunkt. Beide Kontrahenten haben jetzt einen Siegespunkt. Es steht 480 zu 500 für Super Duper Strong Dinosaur, den blauen Spieler, der jetzt hier ganz fröhlich noch einen Siegespunkt einnimmt und einen Anforderungspunkt. Ein Heretiker-Trupp und ein Chaos Marine-Trupp hat mehr Kraft gehabt als ein Guardian-Trupp und ein Banshee-Trupp. Ich sehe, die erste Schurikenkanone ist aber jetzt auf dem Feld von Becker. Und da ist jetzt die Frage, wie wird er die einsetzen? Die Runenprophetin zieht sich zurück. Die hat anscheinend auch aufs Maul bekommen, hier oben vom Chaos Lord. Und wenn man sich die Karte mal anschaut, ist Super Duper Strong Dinosaur, der blaue, mit seinem Chaos Lord besser. Die Einheiten haben deutlich mehr Schaden gedrückt als die Einheiten vom Elder-Spieler. So, ich weiß nicht, wie teuer Banshees sind. Aber Heretiker sind auf jeden Fall günstig. So, hier kommt es zu einem Aufeinandertreffen. Diesmal die Runenprophetin dabei. Da sollte eigentlich der blaue Spieler keine Chance haben. Er macht auch das Richtige und rennt zurück. Aber normalerweise hätte der Elder-Spieler keine Chance, aber jetzt mit Runenprophetin ist es gut. Jetzt die Frage, wie reagiert Super Duper Strong Dinosaur? Super Duper Strong Dinosaur holt seinen Chaos Champion jetzt runter. Und wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, müssten auf dem Anfängerlevel die Einheiten besser sein. Jetzt kommt gleich noch ein Havoc-Trupp, nochmal mehr Schaden für den Chaos-Spieler. Der Elder-Spieler kontert auch mit einer Einheit, die sehr hohe Reichweite hat, nämlich der Ranger, sehe ich rechts unten, dauert aber noch ein paar Sekunden, bis das fertig ist. Und es ist halt gerade sehr schlecht, wenn man oben am Bildschirmrand sieht, alle Siegespunkte, also dieser Siegespunkt hier in der Mitte der Karte, der Siegespunkt im Norden und der Siegespunkt im Süden hat eben noch dem blauen Team gehört, also es sieht sehr gut aus für Super, Super, Super Duper Strong Dinosaur, also diejenigen, die Chaos-Fans sind, die werden sich hier in diesem Match freuen über ihn. So, jetzt kommt er nämlich, jetzt macht er noch eine Beschwörung, ich weiß nicht ganz genau, wozu die gut ist, ich glaube, mehr Schaden für umliegende Einheiten. Er hat es aber nicht ganz geschafft, Baker hier zu vertreiben, ohne dass er den Punkt kriegt, leider. Wie sieht's in der Mitte aus? Ja, was haben wir hier in der Mitte? Da sehe ich die Runenprophetin und jetzt gehen sie aber auseinander. Es gibt gerade keinen Kampf.
Also er denkt sich wohl, der Havoc-Trupp, der reicht nicht zum Angreifen. Und der Nachteil beim Havoc-Trupp ist auch, er muss erstmal die Einheit aufstellen und aufbauen. Bis er schießen kann, dauert es erstmal 2 Sekunden Aufbauzeit. Deswegen lässt er die jetzt stehen und guckt, was passiert. So, jetzt kommt es nämlich zum Kampf. Und wie man hier wunderbar sieht, ist er mit seinen Guardians in die Falle reingelaufen. Und Super Duper Strong Dinosaur hat sein Ziel erreicht, nämlich diesen Punkt hier zu verteidigen. Wunderbar mit denen aufgebaut. Und dann sind die auch noch in Deckung. Das ist halt sehr, sehr gute Taktik. Dann hat jetzt hier der Chaos Champion nochmal den Punkt gesichert. Also der blaue Spieler hat gerade dicke Eier, hat gerade viel Ressourcen. Und wie ich rechts unten sehe, kommt er jetzt ins Technologiezeitalter Nummer 2. Jetzt geht er sogar noch ein bisschen in Angriff, weil er sich selbstsicher ist. Heilt sich sogar, wie man gerade gesehen hat, mit einer Fähigkeit. Die Banshees haben jetzt aber schon ein Schadensupdate, also jetzt müsste man mal gucken, was passiert. Jetzt von hinten schießen aber noch Guardians drauf und von oben kommt die Runenprophetin und da war Super Strong Dinosaur doch zu selbstsicher und hat ihn jetzt tatsächlich verloren. Das ist echt nicht gut, der Chaos Lord ist down. Aber der Punkt im Norden gehört ihm trotzdem noch und im Süden sowieso. Also der Elder-Spieler ist ein wenig, sagen wir mal, verpennt. So. Jetzt nimmt er aber hier den Punkt in der Mitte ein mit seiner Runenprophetin. Hat hier ein paar Ranger, die auf sehr hohe Distanz schießen können. Und damit kann er zum Beispiel diesen Havoc-Trupp, der diese Reichweite hat, wie man hier am Bildschirm sieht, kann er quasi outrangen, also außerhalb der Reichweite schießen. Und das ist auch ein taktisches Element, das man immer wieder einsetzen soll, wenn man die Chance hat. Jetzt kommt er zwar mit einem Trupp an Chaos Space Marines, um die zu vertreiben, aber er ist ein bisschen provoziert. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Und wenn er jetzt noch ein paar mehr von diesen Ranger-Trupps hätte, könnte er ihn noch weiter provozieren. Und das ist aber nur ein taktischer Gedanke, der mir da kommt. So, im Norden versucht der Elder-Spieler wieder einen kleinen Überraschungsangriff zu machen. Hat hier auch ein War-Portal, das ihm dabei hilft, dass seine Einheiten einfach zack hierher kommen können. Und damit verarscht er den Chaos-Spieler ein bisschen. Und das gefällt mir zum Beispiel sehr gut, weil der Elder-Spieler gerade noch ein bisschen immer Schaden frisst und so, wie man auch feststellt. Aber sowas gefällt mir natürlich, wenn der Elder-Spieler sich nicht unterkriegen lässt. Hat natürlich jetzt auch seine Runenprophetin zur Unterstützung dabei, sollte er auch haben. Denn mit vereinten Kräften können die Elder durchaus was reichen, wenn man es taktisch macht. Auch die Guardians hier hinter einem Steinmauer, das ist sehr wichtig. Die halten nämlich nicht so viel aus. Jetzt kommt aber der Chaos-Spieler noch mit einem Heretiker-Trupp und seinem Chaos-Lord. Das ist natürlich fies. Ich würde jetzt gucken als Elder-Spieler, dass ich hier unten nochmal was mache. Oh, ja, macht er auch, wie ich gerade sehe. Und da trifft jetzt gerade eine Elder-Streitmacht. Komplett einfach kurz alle hier runter gebeamt durch das War-Portal. Muss jetzt aber an einem Zerschmetterer vom Chaos-Spieler vorbei. Dieser Zerschmetterer-Hund ist, glaube ich, eine zählt als Fahrzeug und kriegt ganz wenig Schaden, wie man hier sieht. Also es dauert eine Weile. In der Zeit kommt hier oben aber auch schon wieder ein Chaos-Space-Marine-Trupp rein, der jetzt hier rechts unten, wie ich sehe, auch eine aufstrebende Champion-Verbesserung bekommt. Also mehr Schaden, mehr Leben. Also das ist ein gescheiterter Angriff für die Elder. Die Elder können sich jetzt wieder hier hochbeamen. Also irgendwas müssen die Elder machen, aber die können hier nicht kämpfen. Jetzt ist nämlich hier der Champion am Start. So, wunderbar. Die haben jetzt den Champion. Oder wo ist denn der? Ja, der ist jetzt dabei. So, und... Hä, warum kämpfen die nicht? Ist hier gerade ein Bug? Also hier ist... Ah ne, die waren unsichtbar. Okay. So, und die werden jetzt halt getötet. Zack, und sind tot. Also im südlichen Bereich geht gerade auch nichts. Jetzt versuchen es die Elder wieder oben mit einem neuen Trupp. Diesmal haben sie einen Gardistentrupp mit Anführer, wenn ich es richtig sehe. Auf jeden Fall haben sie eine Granate gerade genutzt. Granaten sind sehr effizient und... Ah, was sehe ich hier? Sind das Fire Dragons? Ja, das sind Feuerdrachen. Die haben Fire Dragons jetzt gekauft. Diese roten hier, die ich gerade sehe, sind Fire Dragons. Die sind ja aber jetzt wieder im Netz der 1000 Tore verschwunden. Die sind nämlich gut gegen solche Fahrzeuge. So. Aber die kommen anscheinend nicht richtig zum Einsatz. Weil die auf Distanz gehalten werden müssen. So, jetzt versucht er mit seinen Banshees reinzuwerfen. Ich gehe davon aus, dass die Feuerdrachen gleich wiederkommen. Und versuchen werden, diesen Panzerhund hier, genau, unter Beschuss zu nehmen. Und das macht er jetzt auch, wie ich es gerade vorausgesehen habe.
Und dann ist es nämlich auch effizient, dann bekommt der Hund nämlich auch mehr Schaden, wenn er ein bisschen abgelenkt ist und nicht die Feuerdrache angreifen kann. Und zack, damit fällt der Hund auf der Seite von Super Duper Strong Dinosaur. Das war schon ein herber Verlust für ihn. Aber wenn man sich oben am Bildschirmrand mal die Punkte anschaut, ist es ein bisschen schlecht. Man könnte meinen, das Spiel ist schon gegessen für Super Duper Dinosaur. Aber trotzdem, war ein schöner Angriff, hat mir persönlich gut gefallen, gut zum Ansehen. Und mir gefällt das eigentlich. Und hier auch der erste Phantomlord auf dem Feld. Ich liebe Phantomlords. Eine meiner Lieblingseinheiten vom ganzen Spiel. Schön, dass man den hier sieht. Er ist jetzt auch in der Offensive und da kann man sich jetzt natürlich mal überlegen, was macht der Super Duper Dinosaur dagegen? Ich meine, er hat nur Heretiker und einen Chaos Space Marine Trupp, die nicht gut sind gegen Fahrzeuge. Das muss man ganz klar sagen. Er müsste den Chaos Havocs eine Plasmakanone geben und da kommt die Plasmakanone. Hier rechts unten sehe ich es. Dauert jetzt noch 2 Sekunden. Hier. Die müssen jetzt eine Plasmakanone kriegen. Und mit der Plasmakanone... Ja, damit ist der Feind noch leichter zu töten. Damit können die dann gegen den hier ankommen. Das ist nämlich ganz interessant und das möchte ich jetzt auch mal sehen, wie viel Schaden er bekommt. Hier oben die Feuerdrachen gegen Infanterie bringt nicht viel. So. Ah, nee, das ist keine Laserkanone. Das ist eine schwere Maschinenkanone, aber ich glaube, die ist auch gut gegen den, ja? Der hat schon, sagen wir mal, einen Achtel Leben hat er schon gerade verloren. Oder Zehntel. Nee, sagen wir ein Sechstel. Hat er gerade schon verloren und... Ist schon okay. Also Super Duper Strong Dinosaur hat eine gute Verteidigung am Start. Hier Nahkämpfer, ja, mit seinem Chaos Champion. Macht er ja eigentlich nur aus dem Grund, weil die Taktik von Baker ja bisher war, ich schicke meine Banshees rein, lenke ihn ab mit Nahkämpfern und dann ficke ich ihn mit meinen Fernkämpfern. Hier rechts unten sehe ich ja die Fire Dragons, das sind die Fernkämpfer. Aber diese Taktik funktioniert jetzt nicht mehr gut, weil jetzt hat Super Duper Strong Dinosaur einen Chaos Space Marine Trupp mit Kettenäxten Verbesserung. Also im Nahkampf. Und das ist dann jetzt halt, das muss Baker jetzt erstmal toppen. Was will Baker machen? Wenn ich Baker wäre, würde ich versuchen, eigentlich, was willst du machen? Ein Panzer? Ich kenne mich nicht aus. Also er hat einen Panzer, einen Phantomlord hat er am Start. Aber wenn er jetzt auf Distanz geht, ist es ja auch scheiße. Ah, doch klar, Shuriken-Plattform-Waffenteams, wenn ich das richtig... Also ich versuche gerade die Taktik zu kontern im Kopf. Ich weiß nicht, ja. Energiepunkt voraus. Ist schwierig. So, jetzt macht er noch hier das Warp-Portal kaputt. Der Chaos-Spieler von Baker macht das Portal kaputt. Also es macht das Portal von Baker kaputt. Und Baker ist gerade wie gelähmt, macht gerade auch nichts. Ihm fällt gerade auch nichts Besseres ein, als hier unten rumzulaufen. Nimmt den Anforderungspunkt ein. Den Siegespunkt hat er jetzt. Aber da reagiert natürlich sofort Super Duper Strong Dinosaur und will natürlich das Spiel gewinnen. Jetzt haben wir hier oben am Bildschirmrand ein bisschen Ausgleich. Finde ich auch ganz gut, aber wird schwierig. Also ich bin unentschlossen. Ich würde sagen, Shuriken-Plattform-Team, ja, weil die sind ja gut gegen Infanterie und damit dann wirklich versuchen, diesen Trupp hier an Nahkämpfern wegzuschlagen, weil die Nahkämpfer sind natürlich gefährlich für Fernkämpfer. Aber wenn er wirklich Shuriken-Teams hat, die richtig Schaden machen, dann sterben die Nahkämpfer relativ schnell und noch ein Banshee, wie immer. Und dann kann der nicht viel machen, weil Super Duper Strong Dinosaur setzt ja auch eher auf Fernkämpfer. Sonst hat jetzt zwar hier den und den sind Nahkämpfer, aber hier Heretiker sind Fernkämpfer, diese Havocs sind Fernkämpfer, hier Heretiker. Oh, jetzt auch hier das erste Schild eingesetzt, was er gut benutzt, der Baker. Bringt aber auch nicht viel, glaube ich, gerade hier in der Situation, weil hier die Havocs, die stehen ja hier nur rum. Die bewachen ja nur den Punkt. Ist schwierig. Und der Panzer, der wird auch nicht viel bringen. Der fährt einfach am Schild vorbei. Also, gegen den Panzer können die halt nicht viel machen. Ich sehe jetzt hier gerade eine Laserlanze. Ne, eine Shuriken-Kanonen-Verbesserung. Das ist auch ein bisschen Fail vom Phantomlord. Also, klar... Der Phantomlord, der versucht natürlich eine Shuriken... Oh, doch, sehr gut, sehr schön. Macht sehr hohen Schaden gegen den Panzer. Also hier kommt es gerade zu einem schönen finalen Kampf. Also da ist der Phantomlord echt gut. Und ich glaube, die Idee mit der Shuriken-Kanone war auch nicht so dumm. Weil, ja, im Kampf gegen Boden, gegen diese Nahkämpfer hier ist das schon sehr gut. Aber der Phantomlord ist gleich tot. Und in der Zeit, wo der Phantomlord den Panzer zerlegt haben
die anderen Truppen vom Chaos-Spieler Bakers Soldaten hier runtergemacht und die muss er jetzt zurückziehen und musste den Phantomlord jetzt schutzlos sterben lassen. Also ist ein bisschen schwierig, ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen. Jetzt habe ich hier die Banshees, hier hat er eine Shurikenkanone. Ach, das ist ein Gebäude. Ach, das ist ein Gebäude. Okay. So, jetzt hier versucht er den Punkt zu verteidigen. Das könnte gelingen, wenn Super Duper Strong Dinosaur keine Einheiten bringt. Super Duper Strong Dinosaur hat übrigens sehr viel Geld gerade und hat das auch ausgegeben für, dass er jetzt in Technikstufe 3 ist. Also auf Dauer wird Baker das verlieren. Jetzt gehört auch hier, wenn man mal links und auf die Karte guckt, gehören fast alle Rohstoffe in der Mitte dem blauen Chaos-Spieler, also schwierig. So, die sind glaube ich gerade unsichtbar, die werden aber gleich auch kämpfen. Oben kommt's. Oh! Oh, oh, oh! Wie hieß der Adept nochmal? Also, jetzt frage ich mich gerade, warum er die gekauft hat, hier. Also im Norden kann er den Punkt noch halten und in der Mitte, das gehört dem blauen Chaos-Spieler und im Süden gehört jetzt auch gleich wieder dem blauen Chaos-Spieler. Also ist eigentlich verloren, würde ich sagen. Aber wofür hat er die jetzt gebaut, frage ich mich. So, jetzt geht er mit seinen Banshees rein, der Baker. Unterbricht die Beschwörung. Er will unbedingt noch diesen Chaos-Havoc-Trupp töten, weil der ja auch ziemlich nervt. Weil der Chaos-Havoc-Trupp hat bisher zu viel Schaden gegen den Phantomlord, gegen die Fahrzeuge vom Elder-Spieler gemacht. Jetzt wird in der Mitte der Punkt eingenommen vom Elder-Spieler. Muss er ja auch, weil im Süden gehört wieder der Punkt ein Chaos-Spieler. Und er hat den Punkt sogar neutralisiert, wie ich gerade sehe. Jetzt kommt es zum kleinen Aufeinandertreffen vom Chaos-Champion und der Runenprophetin, ein paar Banshees und diesen mysteriösen Leuten hier. Ich weiß jetzt nicht, die machen aber bei dem gar keinen Schaden. Also der hält schon ziemlich viel aus. Hat auch ein Rüstungsupdate und ein Energieklauen-Update. Also das ist schon sehr, sehr madig gerade. Ah, doch, jetzt stirbt er gleich. Sehr gut. Dass er den wenigstens noch mitgetötet hat. Jetzt auch eine große Beschwörung hier vom Chaos-Spieler. Und damit sind diese mysteriösen... Ah, ne, die sind gerade noch so weggekommen. Ich weiß nicht, wie der Adept hier heißt, ob die jetzt gut sind. Ich glaube, Sturmlanzen kann das sein. Aber ich weiß halt nicht, ob das quasi so eine Art schweres MG ist. Aber wofür sind dann die Shurikenkanonen? Die müssen doch eine spezielle Funktion haben. Aber das konnte ich jetzt nicht richtig deutlich ausmachen. Ich gehe aber davon aus, dass sie gut gegen Infanterie sind. Und dass er die deswegen geholt hat. Weil die Infanterie vom Chaos-Spieler ist tatsächlich sehr gut. Also hier die Heretiker machen gut Schaden. Und in der Regel kommen ein Heretiker-Trupp und ein Chaos-Space Marine-Trupp gegen einen Banshee-Trupp an. So, jetzt kommt es hier zum Aufeinandertreffen von den beiden Gruppen, von den Unbekannten und von den Chaos-Havocs. Und die haben sich jetzt in Deckung begeben und die bauen jetzt gerade ihre Waffe auf. Es dauert ein paar Sekunden. Ne, ziehen doch noch weiter. Geben anscheinend den Punkt oben dem Elder-Spieler. Jetzt kommt der Elder-Spieler aber auch nochmal mit einem Kampfläufer an. Greift aber ungedeckt an, also lässt quasi den Havoc hier die ganze Zeit auf den Kampfläufer schießen. Weil es gibt gerade keine andere Unterstützung. Die hier oben sind jetzt gerade wieder ins Netz der 1000 Tore rein verschwunden, also ins Warp, im Warp-Knoten. Und der Kampfläufer hat keine Hilfe. Keine Deckung. Der konnte auch nicht wegrennen jetzt. Tot. Das war dumm. Das war richtig dumm. Der Elder-Spieler ist eh schon in einer Scheißsituation und verliert jetzt gerade einfach einen Phantomlord. Oh, was ist hier im Süden passiert? Hier sind ganz viele Chaos-Leute gestorben. Und vor allen Dingen im Süden gehört der Punkt dem Elder-Spieler. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. So, die Runenprophetin im Norden nimmt gerade
ist gerade in der Überzahl mit ihren Leuten und nimmt gerade den Chaos-Spieler auseinander. Das ist sehr gut. Da können sie vielleicht auch gleich den Punkt in der Mitte einnehmen. Im Süden nimmt jetzt der Chaos-Lord, denke ich mal, ganz in Ruhe den Punkt dann wieder ein. Also ist gerade ein bisschen ein Hin und Her, muss ich sagen. Aber wenn der Punkt jetzt hier eingenommen wird in der Mitte, dann kriegt das rote Team, also der Elder-Spieler, weiterhin Punkte. Ich sehe auch die ganze Zeit gerade oben am Bildschirmrand. Jetzt kriegt er gerade keine Punkte mehr, aber eben hat er die ganze Zeit Punkte bekommen, der Elder-Spieler in Rot. Und jetzt nimmt er den Punkt ein und dann müsste er wieder Punkte bekommen. So, und der super-duper Strong Dinosaur, also der Blaue, hat jetzt auf den Predator gesetzt, macht gerade eine Verbesserung für ihn, und zwar die Stachelschwein-Verbesserung. Ich weiß gar nicht, was das war. Stachelschwein-Verbesserung, was war das nochmal? So. Jetzt geht er auf jeden Fall in Angriff, wie man hier wunderbar sehen kann. Hat ein Heretiker-Trupp mit Champion. Und ein Chaos-Lord. So, in der Mitte sollte er den jetzt mal wieder einnehmen. Denn im Moment besitzt er keinen Siegespunkt, das muss man ganz deutlich sagen. Und im Süden hat jetzt quasi der Elder-Spieler die Gelegenheit wieder genutzt und jetzt den Punkt im Süden ein, weil er sieht, die Hauptstreitmacht vom Chaos-Spieler ist jetzt in der Mitte am Einnehmen. Also das ist jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel, ja. Der Chaos-Spieler, also der Elder-Spieler weiß, dass der Chaos-Spieler so stark ist. Oh, noch schwerere Infanterie. Ich sehe hier die ersten Chaos-Terminatoren. Das ist übel. Die gehen nicht so schnell tot und machen auch guten Schaden. Mal gucken, wo sie hinlaufen. Auch nach oben. Wo der Chaos Lord bereits am Kämpfen ist. Der Chaos Champion. Die öffnen das Feuer und man sieht direkt, wie die Banshees richtig viel Schaden kassieren. Oh, die Rundprophetin hat sich entschieden, auf die Chaos Terminatoren zu gehen. Die Frage ist, ob sie das schaffen wird. Weil sie bekommt sehr, sehr viel Schaden durch die Chaos Terminatoren. Sind mit die stärksten Infanterieeinheiten. Okay. Der Panzer verfolgt sie. Der Panzer trifft aber nicht, hat gerade gegen eine Mauer geschossen auszusehen. Hohenprophet hat noch einen Lebenspunkt. Und ist tot. Der erste Ilumzar ist auf dem Feld. Zieht fast die Hälfte des Lebens des Predators ab. Sehr schön. Übrigens auch die Farben gefallen mir sehr hier von dem Kristallblau. So. Jetzt haben, und allgemein von den Elder gerade hier, dieses Blau-Weiße. So, und jetzt müsste eigentlich der Panzer müsste auf jeden Fall draufgehen. Also der Elder-Spieler hat ja schon gezeigt, er ist ein Panzerknacker. Er konzentriert sich darauf, den Panzer vom Gegner auf jeden Fall wegzumachen. Er erkennt, dass das immer so eine Bedrohung ist und macht den immer als erstes weg und investiert auch in so einen Ilumzar, der eigentlich nur dafür da ist, um Panzer zu töten. Geht natürlich auch für andere Sachen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, das gehört ja nicht her. Und der Predator will jetzt natürlich den Ilumzar aufhalten und schafft es vielleicht sogar noch. Ach du Scheiße, da hat sich jetzt der Elder-Spieler aber verrechnet. Normalerweise hätte der Ilumzar den Panzer ausschalten müssen, aber das ist jetzt umgekehrt, das ist natürlich eine Niederlage, finde ich. Im Süden hält der Elder-Spieler aber den Punkt, das ist schon mal gut. Also es ist gerade ausgeglichen von dem, also von den Punkten her nicht ausgeglichen, aber es verliert gerade keine Punkte von beiden. Und ja, also der Elder-Spieler konnte es im Norden für sich entscheiden. Jetzt hat der Chaos-Spieler gerade nichts mehr. Der hat nur noch die hier. Die Chaos-Terminatoren. Die hat er zurückgezogen. Weil die hatten gerade aufs Maul bekommen von der Runenprophetin und ihren Banshees. Dafür hatte aber der Chaos-Spieler seinen Panzer drauf konzentriert, dem Ilumzar, also den Panzer vom Elder-Spieler kaputt zu machen. Dafür musste er sich jetzt zurückziehen. So, aber die sind jetzt zurückgezogen und wieder geheilt und haben auch eine Maschinenkanonenverbesserung. Die im Prinzip gegen alles gut ist, aber auch gegen Fahrzeuge. Und Zerfleischer, die auch gegen Infanterie sehr gut sind. Also schwere Infanterie.
Denn der Chaos-Spieler weiß, hier wird's, hier geht's um Infanteriekampf. So, im Süden muss der Chaos-Lord sich, der Chaos-Champion sich zurückziehen. Aber er hat nur einen Trupp Dämonen. Jetzt sollen die wirklich reichen gegen eine Runenprophetin? Okay, die sind wieder im Netz der 1000 Tore. Die Runenprophetin nimmt jetzt unten den Punkt ein. Ich frage mich, ob der das bewusst ignoriert, der Chaos-Spieler, und seine Dämonen jetzt nicht nach unten schickt, um die zu unterbrechen, sondern nach oben. Wo jetzt hier auch gerade ein großes Auseinandertreffen ist und die Chaos-Terminatoren haben sich wegteleportiert. Richtig episch. Aber das Netz der 1000 Tore ist einfach unfair, weil jetzt sind die hier oben wieder weg und sind jetzt alle mal hier unten. Also, dass er mit diesen Portalen hier arbeitet, das ist eine krasse Taktik. Vor allen Dingen ist es ein Vorteil, wenn der Chaos-Spieler keine schnellen Panzer hat, keine Einheiten, die schnell sind und hin und her switchen können, ist das ein extremer Nachteil vom Chaos-Spieler. Jetzt hat er hier noch seine Dämonen, die er aber irgendwie auch in Selbstmordangriff geschickt hat. Weil der Chaos-Spieler muss eigentlich immer damit rechnen, es ist die volle Streitmacht gegen ihn, egal wo er hier auftaucht, weil die das Netz der 1000 Tore haben und einfach die komplette Armee von hier unten hier hinbringen können und dann wieder da oben hinbringen können. Also das ist schon schwierig jetzt. So, also was macht der Chaos-Spieler? Der holt sich jetzt noch einen Chaos-Space Marine-Trupp. Ich würde ihm empfehlen, dass er noch ein paar Havocs nehmen, weil jetzt hat er gerade nur einen Fernkampftrupp und das sind die Terminatoren. Die hier auch, aber die wird er, denke ich, gleich updaten. Oh. Ja, die datet er ab. Was, mal gucken, was er ihnen gibt. Und jetzt nutzt natürlich der Elder-Spieler die Gelegenheit, macht hier unten noch Rambazamba in der Base vom Chaos-Spieler, macht einfach alles kaputt, weil er weiß genau, er muss nur hier in das Portal und dann ist er wieder hier oben. Und genau das macht er auch. Er hat ein bisschen was kaputt gemacht. Die Energiefarm hat er kaputt gemacht. Und geht jetzt wieder ins Netz der 1000 Tore und wird gleich hier oben auftauchen, weil er sieht, der blaue Spieler nimmt den Punkt ein. Und jetzt kommt es zu einem Aufeinandertreffen. Und das ist das Spannende, was ich meine. Jetzt hat er sich nochmal zurückgezogen. Weil er hat sich gerade anders entschieden. Er hat sich jetzt dazu entschieden, Folgendes zu machen. Er nimmt die Einheiten und läuft in Richtung... Wo läuft er hin? In Richtung Mitte, oder was? Also er wollte jetzt nicht kämpfen. Oh, hier baut er noch eins hin. Ja klar, würde ich auch tun. Weil er sieht, dass mit den Portalen bringt den Chaos-Spieler schon... ein bisschen aus der Puste. So, jetzt geht's um den Punkt, weil wenn er den Punkt hier jetzt nicht neutralisiert, dann müsste eigentlich der rote Spieler Becker noch verlieren. Das ist jetzt die Frage. Aber die Frage ist auch, reicht ein Terminatorentrupp, ein Chaos Space Marine Trupp mit schweren Boltern und ein Dings, ein Dämonentrupp aus gegen die Armee? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn der Elder es schafft, hier diese Schlacht zu gewinnen, dann kriegt der Elder-Spieler den Punkt und hat halt auch wieder... Oh, Ziehsturm, der Elder-Spieler gewinnt die Schlacht. Scheiße. Damit hat der Chaos-Spieler jetzt nicht gerechnet. Und so sind alle Einheiten fast tot. Das ist übel. Das ist krass. Ich würde jetzt auch übel rumschreien, aber ich kann nicht rumschreien. Die Runenprophetin hat gerade einen Psy-Sturm gemacht und dadurch den Punkt gewonnen. Und wenn man sich die Punkte anschaut, krasser Scheiß. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.